Hallo zusammen zu meinem heutigen Linux-Video. Heute will ich mit euch ein paar Befehle unter Terminal mal durchgehen. Und zwar den Terminal öffnet ihr, indem ihr hier auf dem Dash geht und einfach die drei Buchstaben TER hier eingibt. Das seht ihr. Ups, das funktioniert nicht. Und danach ist bestätigt. Jetzt bin ich auf die 1 gekommen. Und dann öffnet sich bei euch das Terminal. Bei euch sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ich habe das hier ein bisschen für mich konfiguriert. Wie das geht, kann ich euch gerne in einem anderen Video zeigen. Wenn wir jetzt in unserem Terminal einfach mal unser Verzeichnis auslesen möchten und jetzt von der Windows-Welt kommen, würden wir wahrscheinlich als erstes versuchen, den dir-Befehl einzugeben. Und wir sehen tatsächlich, dieser dir-Befehl funktioniert. Also wir sehen hier ein paar Ordner und ein paar Dateien. Aber unter Linux ist das dir-Befehl eigentlich abgekürzt in ls. Wenn ich das hier eintippe, dann sehe ich auch, dass sich farblich sind die Dateien anders hier sortiert. Und wir haben, ja, für Ordner haben wir jetzt, wie ich sehen kann, blau, für Dateien dann so eine lila Farbe. PDFs sind dann weiß. Ja, irgendwie, also farblich sortiert. So, das ist jetzt erstmal so der Befehl ls. Wenn wir jetzt auch wissen möchten, wer momentan auf unserem Rechner angemeldet ist, gibt es den Befehl home. Den gibt es auch ähnlich unter Windows. Und hier sehen wir gerade, wer aktiv angemeldet ist, wann er sich angemeldet hat, wie ihr es hier sehen könnt. Und das hat einen Nutzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Linux-Server aufsetzt und einfach mal wissen möchtet, wer aktiv auf der Kiste ist, dann könnt ihr mit dem Befehl lokalisieren, wer alles auf der Maschine ist. Dann gibt es unter Linux auch wie unter anderen Terminals, unter anderen Betriebssystemen, Platzhalter. Und diese Platzhalter möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Wenn ich in meinem Verzeichnis, ich gebe mal ls ein, einfach nur sehen möchte, ich gebe jetzt den Platzhalter Stern an, Punkt OGV. OGV sind Videocontainer unter Linux und ich möchte jetzt einfach nur, dass Linux mir diese Dateien ausgibt. Dann seht ihr, dass ich in meinem Home-Verzeichnis ein Out für OGV habe und ein Out für OGV ohne Einzeichen. Und ich möchte diese zwei Videodateien in meinem Videoordner verschieben. Dann gebe ich den Befehl MV ein, zum Beispiel für Move, das heißt also beweg dich. Hier Stern, Stern heißt für ein beliebiges Zeichen, Punkt OGV. Und jetzt ist eben, ups, ich habe mich vertippt. Und hier gebe ich an Video, das ist der Ordner. Ich gucke mal, ob ich Film oder Video, das bin ich mir jetzt nicht sicher. Natürlich will er jetzt genau wissen, wie der aus Videos, also Mehrzahl. Wir werden einfach mit der Pfeiltaste hoch, haben wir dann alles wieder getippt und hier geben wir noch ein S dazu ein. Und wenn wir jetzt in unserem Verzeichnis nochmal reinschauen, dann seht ihr, dass hier in dem Hauptverzeichnis kein Out für OGV steht und kein Out OGV, also die zwei Dateien, müssten jetzt hier in diesem Ordner sein. Und wir schauen uns das an. Genau, wir haben es gefunden. So, das sind so, sage ich mal, ganz elementare, leichte Terminal-Befehle. Was ihr jetzt auch mit diesem Move-Befehl vielleicht ein bisschen verstanden habt, ist, dass durch die Terminal-Befehle, die eigentlich nicht wirklich schwer sind, größere Aktionen relativ automatisiert werden können. Das heißt, wenn ich zwei oder drei Dateien, MP3s oder so im Verzeichnis rumliegen habe, ist es natürlich nicht schwer, über meine Fläche die Dateien einzeln in die Ordner zu verschieben. Ihr müsst aber euch vorstellen, wenn ich da jetzt mal meine Videos habe und nicht permanent hier alles aufräume, kann ich mit einem ganz einfachen Befehl unter Terminal, kann ich dann alle Dateien, zum Beispiel alle MP3s, alle AVIs oder so, in einem Ordner verschieben.
Das ist jetzt erstmal so der erste Step in die Terminal-Welt. Wir werden in den laufenden Videos noch mehr mit Terminals zu tun haben. Ich freue mich schon drauf. Ja, bis zum nächsten Video und ich hoffe, ihr seid dabei.